Okay, und damit herzlich willkommen im Lande Ühü. In der letzten Folge, im letzten Stream, ist leider unser Papa frühzeitig von uns gegangen. Und zwar im Alter von 50 Jahren. Er starb an inneren Verletzungen. Ich glaube, wir wollten irgendwie hier runter und irgendwelche Plünderer verprügeln oder haben das vielleicht sogar so gemacht. Und leider, leider ist er dann auf dem Rückweg verstorben, sodass sein Sohn, der Gloin Gormson von Öhü, das Regiment übernehmen musste, überraschenderweise. Er hat sich bisher relativ gut geschlagen. Ich glaube, wir haben hier noch irgendwo ein bisschen was erobert. Wir haben hier oben Plünderer verprügelt und er versucht ein bisschen das Reich zusammenzuhalten. Er hat aktuell zwei Schwestern und einen Bruder. Sein Bruder, der ist hier unten. Ach stimmt, den haben wir auch noch verprügelt, weil sich der hier abgespalten hat. Und wir haben den wieder eingegliedert in das großartige Randbezirkreich Öhü. Und momentan ist wieder so alles, wie wir das auch haben wollten. Und ich hoffe, dass uns jetzt eine lange Regentschaft von Jarl Gloin Gormson bevorsteht. Damit wir hier zum einen natürlich unsere Ländereien ein bisschen ausbreiten können und zum anderen auch entsprechend Nachwuchs zeugen wollen können. Der Punkt ist ja, dass wir ganz viele Zwerge auf der Welt ansiedeln, und zwar Zwerge unserer Dynastie der Ölfuß. Und das geht halt am besten, wenn du auch mit einer Zwergin dann verheiratet bist. Ich glaube, dass wir aktuell niemanden haben, der dafür geeignet ist. Also wir haben jetzt niemanden als Zwerg, den wir ehelichen können, beziehungsweise verloben können. Wir warten mal noch die 5 Jahre ab und schauen dann, wie sich das entwickelt. Vielleicht ist dann die ein oder andere Zwergin verfügbar. Wenn nicht, dann werden wir ganz normal heiraten, damit wir auch die Boni bekommen, die wir brauchen. Und ich glaube, dann haben wir vielleicht eine 50%ige Chance, irgendwie sowas um den Dreh herum, dass wir Zwergenkinder bekommen. Und es ist geplant, dass auch wirklich nur Zwergenkinder erben dürfen. Das heißt, wenn wir keine Zwergenkinder haben, dann müssen wir enterben oder schauen, dass die Kinder anderweitig versetzt werden. Und wenn das nicht klappt, dann ist auch der Durchgang vorbei. Also wir dürfen nur mit einem Zwerg dann weiterspielen. Momentan, unser Spielerbe ist natürlich unser Bruder und dann sind unsere Schwestern auch noch da für den Fall der Fälle, aber momentan sieht es ja ganz gut aus. Gut, ansonsten verheiraten wäre natürlich auch ganz gut, wenn man da irgendwie so Zwerge hätte. Momentan halt noch gar nichts da, leider. Ja gut, Zwerge sind hier oben im Norden leider Mangelware. Und dann gucken wir mal, ob wir die irgendwie auftreiben können. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das passt dann schon. Ich habe auch schon überlegt, ob wir vielleicht dann gar nicht heiraten, wenn wir keine Zwerge in der Reichweite haben. Boah, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob das so gut ist oder nicht. Wäre vielleicht eine Alternative. Wichtig jetzt erstmal, wir können ein Großblüt abhalten. Das erste in diesem Durchgang. Wir haben genügend Prestige und wir haben auch ein bisschen Gold mit dabei. Ich glaube, wir haben sogar ein paar Leute hier in Gefangenschaft, die wir dafür dann opfern können. Und der liebe Gloin wird jetzt mal sein erstes Großblüt ausrufen. Sein Vater hat ja leider es nicht geschafft, das auszurufen. Und da wir jetzt erstmal ein bisschen nach den ganzen Kriegen und Kämpfen in den letzten Monaten und Jahren, da wir jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen wollen, erstmal die Füße baumeln lassen wollen, bietet sich das jetzt wunderbar an, dass wir hier ein Großblüt machen. Mal gucken, was so passiert. Gamedin sagt, schnell die Religion reformieren, das ist halt schweineteuer. Dadurch, dass wir jetzt erst übernommen haben, relativ unfrömmig sind, schwierig. Was wir machen könnten, ist natürlich, ja, wir gucken erstmal, wie sich so der Schwerpunkt verteilt. Aber was wir machen könnten, ist, dass wir so den ersten Lebensstil auf die Bildung setzen und dort erstmal runtergehen und dann versuchen zu reformieren, weil wir halt relativ jung sind. Und dann heiraten wir einfach unsere Schwester oder so. Das wäre auch eine Möglichkeit.
ist halt eine Notlösung, fände ich jetzt nicht so schön, aber das wäre ganz, ja, das wäre halt eine Möglichkeit, wie man das Ganze dann einigermaßen sichern könnte. Und es würde sich auch ein bisschen anbieten, da er ja noch so jung ist und wir dann dementsprechend Zeit haben, auch hier die Förmigkeit aufzubauen. Gut, gesagt, getan, liebe Leute, wir rufen das groß blöd aus. Es wird höchste Zeit, dass ganze Öhü zusammenkommt. Das ganze Öhü zusammenkommt. Denn es sind Opfer darzubringen. Diese Rituale vereinen nicht nur die Gläubigen, sondern sie festigen auch meine Stellung als Jarl. Ja, und das können wir auch ganz gut gebrauchen als elfjähriger Jarl. Erstmal die Stellung festigen. 200 Prestigepunkte kostet uns das Ganze. Auch wenn im Jahreslauf kleinere blöd zu vielen Gelegenheiten abgehalten werden, kommen die Asatru von Öhü einmal im Jahrzehnt für eine große Feier und, was noch wichtiger ist, für ein Großopfer zusammen. Bier grinst, er freut sich schon richtig. Es wird zwar reichlich Blut für die höchsten Mächte vergossen, doch das Fleisch der Opfergaben geht an die Gläubigen. Ein derart reichhaltiges Mahl führt meist auch zu einem rauschenden Fest. Natürlich sind solche Unterfangen teuer und es müssen sicher nicht alle Asatru eingeladen werden. Wir haben es schon mal versucht, oder? Irgendwas ist aber dann dazwischen gekommen. Ich glaube, wir haben alle Adeligen und Gemeinen aus dem Jarltum eingeladen für 100 Goldstücke. Ach stimmt, wir haben ja schon mal ein Großblöd versucht abzuhalten. Und das wurde dann abgesagt, weil wir hier unten runtergelaufen sind, um irgendwelche Plünderer zu verprügeln. Und dann ist unser Vater gestorben, als er wieder zurückgegangen ist. Ich hoffe, das blüht jetzt unserem kleinen Wutz hier nicht. Ich hoffe, das passt, dass jetzt hier ihn nicht das gleiche Schicksal ereilt. Wir werden mal die 100 Goldstücke investieren. Wir haben jetzt 212, das passt schon. Vorbereitungen laufen. Ansonsten, wir können auch ein Bündnis mit dem Oin aushandeln. Das ist unser Bruder, das nützt uns nicht wirklich was. Wir könnten es machen, damit er vielleicht sich nicht einem Aufstand anschließt. Komm, wir machen mal ein Bündnis mit dir, lieber Oin. Du bist ja ein guter Bruder, denke ich mal. Dann, wir haben noch einen mächtigen Vasall. Häuptling Sumar Lidi, oh Gott, was ist denn das für ein Name, von Naum de la Fulcu. Der Gute ist ganz okay in Verwaltung, allerdings nicht so gut wie unser Häuptling Putr. Der ist nicht ganz so gut, also er ist besser wie er. Das heißt, ja, Ratsspitzel auch nicht, Diplomat auch nicht, naja. Und aufgrund der Mütze, die er trägt, bekommt er ja sowieso nichts. Ein Blöd kann eine große oder kleine Angelegenheit sein. Der Tradition nach gibt es sowohl Menschen- als auch Tieropfer, denen die Götter werden mehrere Gefangene geopfert, vielleicht sogar jemand, den ich als Tribut ausgewählt habe. Oh, muss ich das nicht vorher machen? Jetzt muss ich mal kurz gucken, vielleicht weiß das einer von euch. Muss ich die nicht vorher schon festlegen als Ziel für unser Großblüt hier? Also, Tieropfer macht natürlich keinen Sinn, das ist Quatsch, ne? Menschenopfer schon viel besser. Achso, nee, ersetzt jedes Menschenopfer. Nee, ist auch Quatsch. Traditionen sind wichtig, die Götter sollen Menschenblut schmecken. Untertanen, die Menschenopfer nicht unterstützen, verlieren reichlich Meinung. 100 Frömmigkeit. Ah, alternativ könnt ihr selbst unter euren Gefangenen ein Hauptopfer auswählen. Oder nur die edelsten Opfer sollen es sein, bei Menschen wie Tieren. Nochmal 75 Gold investieren. Ah, hier gewinnen sie nur Meinung, die Asatru, und hier ein Höchstmaß an Meinung. Oh, und 52 Frömmigkeit. Ja, wir machen mal das hier. Traditionen sind wichtig. Meinungsgewinn, Volksmeinungsgewinn ist okay. Ein bisschen Frömmigkeit und ein Hauptopfer auswählen. So, und jetzt muss ich das wählen, oder? Ja, jetzt muss ich es wählen. Ist ein bisschen doof gelöst, weil wenn du das nicht weißt, so ging es mir früher immer, dann wird halt irgendwie so ein Random-Opfer gewählt. Und
Es wird dir halt auch nicht mitgeteilt, dass du jetzt irgendwie großartig das hier wählen musst, ne? Ich glaube, in Crusader Kings 2 war es so, dass du dann nochmal in einem Dialog wählen konntest, wer dann letztendlich geopfert wird. Und jetzt musst du das halt manuell machen. Ja, gute Frage. Wer soll denn jetzt eigentlich geopfert werden hier? Ich weiß ja gar nicht mehr, von wo die überall kommen. Also allein den Gandalf würde ich ja schon gerne opfern, weil er so einen tollen Namen hat. Boah, ich würde mal sagen, den Gandalf, oder? Wir erkoren den Gandalf aus. Sagt man das so? Wir erkoren den Gandalf aus. Wir erkoren den Gandalf aus. Ist egal, wir wählen einfach den Gandalf aus. Als Hauptopfer. Er verliert leider ein bisschen Meinung uns gegenüber. Dass sie das überhaupt hier reinmachen, ne? Verliert 50 Meinung. Als hätte er überhaupt eine Wahl, dann hier noch irgendwie Meinung zu generieren. Naja. So, wir können auch mehrere Kriege erklären. Blönd. Wahrscheinlich immer noch mit Frömmigkeit, oder? Ja. Wir können immer noch mit Frömmigkeit Krieg erklären. Wir können einmal unterwerfen und einfallen in ein Königreich können wir auch, sobald wir genügend Prestige haben. Das große Blöd. Die Gäste beim Blöd sind derart zahlreich, dass sie die gesamte Gegend rund um das Gotteshaus herum bevölkern und sie entfesseln ein ohrenbetäubendes Gebrüll, als Gandalf zum Altar geschleift wird. Als erstes Opfer, dem noch mehrere weitere Gefangene und auch Tiere folgen werden. Er schlägt wild um sich, während der Guden ihn erdrosselt. Okay. Das Licht in seinen Augen verlischt langsam, während das erste Tier geschlachtet wird. Leichen hängen in den Bäumen, Tiere landen auf den Feuerstellen. Sämtliches Blut wird in einer Schale gesammelt und Guden verwenden es, um die Wände des Gotteshauses drinnen wie draußen zu bemalen. Wahrlich ein Spektakel, das der höchste Mächte würdig ist. Für Odin, für Freya, für Njordr. Wir haben zum Großopfer gegangen. Volksmeinung ist erhöht. 50 Meinung für Skald, für die Gode. Oder 20 Meinung für alle, die mindestens den Rang Graf haben. Oder alle eingeladenen Grafschaften bekommen plus 50 Volksmeinung. Wir nehmen das hier unten. Ich habe bisher die oberen nicht so wirklich verwendet, noch nie. Wir nehmen das hier unten, damit wir die Volksmeinung etwas pushen können für 7 Jahre. Und dass die uns alle wohlgesonnen sind. Das heißt, hier drinnen zum Beispiel müsste sich das auswirken. Zum Großopfer des Volkes gegangen, plus 50, genau. Die gerade Friedenszeit, minus 22 Punkte hier drin. Das heißt, wir können gar nicht so lange die Füße stillhalten. Wir müssen baldmöglichst wieder ein bisschen Krieg führen. Ich weiß nicht, ob vielleicht sogar auch Plündern nur dazu zählt. Ich würde mal so sagen, dass wir ein bisschen Kohle noch verdienen und uns nochmal ein bisschen auf Plündertour gehen, weil wir nicht so wirklich viel Kohle verdienen. Und wenn wir mal hier reinschauen, dann können wir noch nichts bauen wegen den fehlenden Prestigepunkten. Okay, dann, den Helm habe ich leider vergessen. Der liegt doch unter Bett. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen auf Tour. Wir haben jetzt 1200 Leute. Und werden mal mit denen nochmal plündern gehen. Und schauen mal, ob sich das auch auf die Friedenszeiten auswirkt. Keine Ahnung. Wir gucken mal ein bisschen. Naja, wir werden erstmal die Truppen ausheben und gucken mal, wo sich dann am besten plündern lässt.
So, die Plünderer werden angeführt, leider nicht mehr von unserem Vater. Wir bräuchten wieder jemanden, der gut plündern kann. Ah, leider haben wir niemanden mehr, der den Bonus jetzt hat für die Plünderung. Führt mal den Belagerungskollegen hier reinsetzen. Eventuell hilft uns das noch ein bisschen. Aber ansonsten... Aber wir haben ja auch niemanden, den wir jetzt noch irgendwie rekrutieren können. Ne. Champions einladen kostet uns 150 Prestigepunkte. Könnten wir uns sogar leisten. Ich könnte mir vorstellen, dass das aber sehr viel vom Glück abhängt jetzt, dass wir hier jemanden bekommen, der gut plündern kann. Na gut. Mit dem Nachttopf verwechselt. Hohoho. Natürlich. So, ah, hier vorne ist wieder alles geplündert. In Kent gibt es 67 Leute. Wir haben unser erstes Ziel gefunden. Wir setzen mal das Ziel hierher. Wir können insgesamt 125 mitnehmen. Kent ist nicht im Krieg. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir hier gleich mal verprügelt werden. Frankreich, Westfranken, nicht Frankreich. Westfranken ist aktuell auch nicht mehr im Krieg. Das heißt, wir haben es nicht so leicht mit der Plünderei aktuell. Leider. So, ich klicke mal hierher und tue so, als würde ich einfach nur vorbeifahren. Und dann wird ganz schnell zugeschlagen hier. Bistum von Canterbury, Leute. Da ist die Kohle versteckt. Benachbarter Herrscher gewann Krieg. Der Björn hat wieder Krieg geführt. Oh, meine Güte, der ist aber jetzt hier hochgewachsen. Uiuiuiuiui. Der Björn wird aber jetzt ganz schön gefährlich hier. Lumpenbörn. Ui, der hat viele Truppen, oder? 3100. Aber wir brauchen unbedingt Kohle, dass wir uns eventuell mit Söldner wehren können. Der wird uns jetzt hier nach und nach alles wegschnappen hier unten. Okay, wir machen das so. Wir werden auf Plündertour gehen und dann wird wieder Krieg geführt. Ich habe ein bisschen Panik, dass uns der Björn hier zu viel kaputt macht. Sieht es denn aus, können wir da ein bisschen intrigieren, Treue schwören. Aber wir könnten natürlich uns dann auch hier in Schweden niederlassen. Aber das machen wir natürlich nicht. Öhü will, solange es geht, natürlich unabhängig bleiben. Und da die Zwerge ja doch relativ störrisch sind und dickköpfig sind, werden die auch versuchen, sich nicht unterwerfen zu lassen. Es wird vielleicht nicht zu vermeiden sein, aber solange es geht, freiwillig machen wir da natürlich nichts. Das heißt... Ja, selbst mit unseren Bündnissen. Hallo Martin. Selbst Bündnisse, ne? Es ist halt niemand da, der auch Zwerg ist. Das heißt, wir können auch kein Bündnis machen jetzt. Ist so. Also, erstmal ein bisschen plündern hier unten. Mal schauen, ob wir etwas Glück haben. Wir brauchen zum Plündern 26 Tage. Das ist ruckzuck eigentlich. Sehr schön. Das ging jetzt bedeutend schneller. Also, ne? Einem Rutsch 67 Gold. Dann geht's hier rüber Richtung Paris. 24, 10, 30... Wir plündern mal Saint-Denis. Okay, und jetzt wird uns der Krieg erklärt von... Uiuiuiui, wer bist du denn? Oberhäuptling Vigo von Art... Oh, hier oben. Okay, wir müssen die Truppen sammeln, liebe Leute. Plünderung ist abgeschlossen. Das heißt, wir bringen unsere Truppen nach Hause. Und werden uns hier oben sammeln. Ah, jetzt wird uns hier der Krieg erklärt. Wo kommen wir denn da hin? Das ist ja unerhört. Was will er denn überhaupt hier? Er will haben Bodin. Häuptlingstum von Bodin. Da wollen wir doch mal gleich gucken, ob wir das hinbekommen. Er hat einen Verbündeten. Finnland. Hier unten. Ja,
Der hat jetzt nur gewartet, dass wir außer Landes sind, aber er hat nicht damit gerechnet, dass wir gleich wieder zurückkommen. So, die Zwergenwikinger sieht man nicht beim Plündern, das kann durchaus sein. Es ist ein guter Punkt. Die laufen auf Grashöhe entlang und die sieht man nicht. Das ist richtig gut. So, was wir jetzt probieren, ich sehe aktuell noch keine Truppen von ihm. Wir versuchen mal hier runter zu laufen, Richtung Hauptstadt hier. Schneller rudern, Männer! Schneller! Oh, da kommen sie schon, 1300. Das wäre natürlich gut, wenn wir die gleich mal schön verprügeln könnten. So, ihr seid aktuell keine Plünderer mehr. 1200, wa? Das heißt, wir bräuchten nochmal Söldner. Wir haben leider nicht genügend Kohle momentan. Wir könnten uns die 1500 holen. Allerdings schwierig, weil wir dann ins Minus kommen. Wisst ihr, was wir machen? Hier vorne ist Gebirge. Und wenn er jetzt hier reinläuft zum Erobern, dann... Ah, da kommen die 900 schon nach. Ah, schade. Wir brauchen unbedingt noch Söldner, ja. Auch wenn wir dann ins Minus kommen. Jetzt dreht er wieder ab hier. Oh, ein mieses Fest. Beim Festmahl ist es laut, Erwachsene sind langweilig und das Essen ist nicht sonderlich gut. Mein Vormund Sölvi scheint sich zu amüsieren. Der Sölvi kann ja gar nichts. Können wir denn jemand anders als Vormund einsetzen? Vormund entfernen. Wir machen das mal, nachdem das Fest vorbei ist. Mein Vormund Sölvi scheint sich zu amüsieren. Ich kann seine Aufmerksamkeit nicht erregen, um ihm zu sagen, dass es mir hier nicht gefällt. Ungeduldig, schüchtern oder unersättlich. Verwaltung minus 2. Anspannung dafür ein bisschen besser. Oh Gott. Geduldig. Bildung minus 2. Dafür ein bisschen mehr Prestige. Ja, wir nehmen ungeduldig, weil wir dadurch die wenigsten Nachteile haben. Ich versuche mal hier den Vormund zu entfernen und jemanden reinzusetzen, der vielleicht etwas besser geeignet ist. 14 Punkte durch Askel. So. Wir könnten mal probieren, ob wir die irgendwie einzeln erwischen, die Leute. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir sie einzeln abgreifen. Aber die sammeln sich aktuell, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt kommt er hier hochgelaufen. Das heißt, wir müssen die Söldner holen. Wir stellen uns mal provokativ hier oben hin. Das schreit natürlich gleich nach Gegenkrieg, oder? Sobald der Krieg hier vorbei ist, Leute. Mit den Söldnern, die wir dann kaufen. Das schreit dann gleich nach Gegenkrieg.